Ja, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars Battlefront 2 Pegasus V2 Version. Ich sehe gerade, mir gefällt das nicht, dass das da oben so am Bildschirmrand geschoben ist. Ich glaube, der Bildschirm ist nicht richtig ausgerichtet. Egal. Fürs Erste genügt. Das hat es in den Tests auch schon. Wir spielen jetzt die V2 Version der Battlefront 2 Modi. Ist am 29. September letzten Jahres rausgekommen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich glaube, ich habe das vielleicht sogar schon gesehen, habe es aber nicht registriert, so wirklich, dass das schon V2 ist. Und es hat sich einiges geändert. Habe schon reingeschnuppert, fand es ziemlich geil, fand es sogar ziemlich, ziemlich geil. Bin immer noch etwas verwirrt bei Teilen, das ist klar, aber sonst ist es wieder super genial, geil umgesetzt. Bevor ich jetzt lange quatsche, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Und ja, ich muss eben wieder ausschalten, sonst kackt er wahrscheinlich wieder ab bei der Aufnahme. Wir kennen das Theater, ne? Also, bis gleich. Haha, zack, und schnell wieder reingesprungen. Und wir sehen schon, der Loading-Screen an sich hat sich schon verändert. Sieht extrem viel geiler aus. Und da geht's auch los. Wir wählen übrigens erstmal die Rays. Denn bei denen hat sich das meiste verändert. Meine Maus ist hier so lahmarschig. Ich muss richtig über den Tisch fahren, bis das hier klappt. Ne? Ist ja unglaublich. Ja. Geil, oder was? Ha? Meiner. Wir fliegen erstmal hier eine Runde durch. Und schauen uns den ganzen Wraith-Hive mal an hier. Oh, ist das laut. Es ist doch mega episch. Ich habe da übrigens auch schon Türen entdeckt. Allerdings glaube ich, die führen nirgendwo hin. Man kann sie noch nicht öffnen. Aber ansonsten sieht es mega, mega geil aus. Ich fand's. Ich wäre gar nicht drauf gekommen, hier den Hangar mal so ihn richtig nachzumachen. Ich hätte jetzt irgendwie eine kleinere Fregatte genommen und davon zu starten. Aber, dass der sich hier wieder sowas einfallen lässt. Ich bin beeindruckt. Ich bin schwer beeindruckt, muss ich gestehen. Es könnte vielleicht ein bisschen dunkler sein, aber ich glaube, das kann ich bei meinem Bildschirm auch einstellen. Will ich aber nicht, weil ich nicht weiß, wie das Video dann wird. Bevor wir übrigens jetzt uns die Kreuzer mal anschauen, begeben wir uns einfach mal zur Ausflugschneise. Ah, jetzt nicht die Wände rammen. Und los geht's. Und was sich noch verändert hat, ist die Zielerfassung bei den Rays. Ich kann es eben mal zeigen. Wenn wir jetzt ein Schiff anvisiert haben und man sieht diese Umrandung, wie bei den Raketen sonst üblich, dann heißt das, unsere Laser finden das Ziel. Dazu müssen wir aber das Schiff noch einigermaßen anvisiert halten. Ich muss mal aus dem Feuer rausfliegen hier. Das heißt, unser Schiff bleibt erstmal noch anvisiert. Autsch. Scheiße. Ich hab's im letzten Moment noch gesehen. Ja, ist ja gut. Ich weiß ja. Bester Flieger und so. Bester Flieger. Das heißt, wir müssen das Schiff noch anvisiert lassen und unsere Laser finden dann das Ziel, weil es vorher extrem schwierig war, mit den Rays einen Tauri-Jäger abzuschießen. Finde ich nämlich extrem, extrem nützlich. Also wieder etwas, was ich extrem, extrem geil finde. Das Laufen hört sich komisch an, aber okay, es kann auch täuschen. Auf jeden Fall. Das ist eine Neuerung und dann sehen wir auch, die Kreuzer bewegen sich jetzt. Das war knapp. Bewegen sich jetzt anders. Und es gibt auch mehr Kreuzer. Das heißt, die Tauri. Man sieht übrigens, dass es mit den Lasern. Die Tauri haben jetzt auch noch Jäger. Jäger, sage ich schon. Entschuldigung, Kreuzer. Ich bin wieder voll konzentriert. Haben jetzt auch wieder Kreuzer. Und. Den habe ich. Na also. Haben jetzt auch Kreuzer, die man steuern kann. Ich habe bei den Tauri allerdings noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Wir sehen übrigens die Raketen gerade durchs Bild fliegen. Das sind nämlich die Hauptwaffen der, ich habe jetzt den Namen vergessen, verdammt. Von dem Hauptschiff der Tauri.
Das sind deren super Special Weapons. Und wir sehen so cool die Kreuzer im Hintergrund, deswegen gehe ich jetzt einmal auf die Kreuzer ein. Die Kreuzer müssen jetzt auch mal. Die dürfen nicht zu kurz kommen. Ich habe jetzt allerdings vergessen, wo die Steuerkonsolen dafür sind. Im schlimmsten Fall sind sie gerade ganz da oben. Und wir müssen einmal hier den Weg hochlaufen, oder? Ach, ich verwechsel das dauernd mit dem Zielenknopf. Da oben sind sie. Wir müssen einmal... Dann stellen die Jäger mal dem Kollegen bereit. Und wir sehen hier, das ist richtig cool gemacht mit Hologramm in der Luft. Und auf diese Platten, wenn man hier auf die Platten zugeht, kann man E drücken und in die Schiffe einsteigen. Ist ein Schiff gerade zerstört, verschwindet das Hologramm übrigens. Das heißt, man kann auch sehen, ob das Schiff da ist oder nicht. Wir sehen gerade, die Kollegen steigen da ein. Das heißt, das Schiff wird gut besetzt sein. Wir gehen auch mal dahin. Und da haben wir den großen Kreuzer. Die ESF Sol war das, genau. Und wir können einen ganz schweren Schuss laden. Der dann hoffentlich viel kaputt macht. Es ist immer wieder schwer mit den Schiffen. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit irgendwie nach unten drehen, aber diese Maus, es ist zum Würgen. Genau wie das, ich jetzt schon wieder falsch eingestiegen bin. Aber okay. Wir können uns ja eben nochmal zu den Kontrollen fliegen. Ich sammle hier auch meine Jäger. Die Sounds sind übrigens auch überarbeitet worden. Wir haben es gehört gerade bei den Schüssen. Wir gehen auch nochmal zu den Tauri. Das hört sich auch noch krasser an. Vor allem teilweise echt laut. Man hört es, da ist gerade ein neuer Kreuzer gekommen. Und wir nehmen mal den kleinen Race-Kreuzer her. Der gefällt mir übrigens von allen Race-Fliegern, wollte ich gerade sagen. Schiffen eigentlich am besten. Und einfach mal rein. Oh, der ist gerade über dem Mutterschiff. Man sieht es auf... der Map. Ich habe übrigens das Mikrofon ganz blöde vor mir gestellt, deswegen kann ich das gerade nicht sehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir werden attackiert. Ich will übrigens nicht die rechte Maustaste drücken. Scheiße, das sind alles die Schilde, bei denen die da on sind. Ich glaube ja wohl. Ich will nicht die rechte Maustaste drücken, weil dann fliegt man aus dem Cockpit raus und kann nicht wieder rein. Ist ein bisschen komisch, ist bestimmt nicht beabsichtigt, aber naja. Ah, oh, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Dich kriege ich aber auch noch. Ich bremse mal kurz ein bisschen. Wir kommen sogar zum Stehen, habe ich den Eindruck. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die Kreuzer sich gegenseitig nicht so wirklich platt kriegen. Ich muss auch gucken, wie ich den Kreuzer jetzt ein bisschen positioniere, dass meine KI-Mitschützen auch ein bisschen mitschießen können. Man sieht es ja, das bin nicht alles ich. Das war ich jetzt wieder. Aber der Rest ist echt von meinen Mitschützen abhängig. Ich bewege mich wieder mal ein bisschen. Wir können auch so... in die Ego-Perspektive gehen. Ist aber ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen. Und ein bisschen uncool. Deswegen bleiben wir einfach mal in der großen Kreuzeransicht und tun so, als wären wir auf der Brücke dieses epischen Schiffes. Wir verfolgen einfach mal diese BC-304. Wobei das keinen Sinn macht, weil... ganz ehrlich, die Schilde sind zu stark. Da drehen wir lieber eben nochmal eine Runde um. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich wurde wahrscheinlich von irgendwelchen starken Waffen getroffen. Wir gucken uns deswegen jetzt einfach mal die Tauri an. Wir gehen da vorne ins Schiff rein, weil sonst muss ich wieder so lange laufen. Und als erstes, bevor ich irgendwas anderes suche, suchen wir. Hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben. Die Jäger. Wow, hör auf zu backen, mein Freund. Ich mag es immer nicht, wie die fliegen. Die fliegen sich immer gegenseitig in die Bahn. Und ich fliege gleich mal hier durch. Wir können jetzt ebenfalls anvisieren.
Und auch bei den Tauri ist es so, dass die Waffen jetzt genauer ins Ziel treffen. Also automatische Zielerfassung kann man das ruhig nennen. Natürlich haben die noch Raketen an Bord, deswegen glaube ich, das ist ein bisschen ausgeglichen, dass die nicht ganz so treffgenau sind. Aber dennoch ist es richtig geil. Natürlich haben die Rays einen kleinen... Ups, wir wurden besiegt. Natürlich haben die Rays einen kleinen Nachteil dadurch, dass sie halt keine Raketen haben und dass sie über keine Raketen verfügen. Was habe ich denn geschafft? Angeblich 0 Tode. Müsste man mal was dran drehen. So, schmier mir nicht ab. Oh, krass, es geht sogar. Okay, das war jetzt komisch. Er hat die Aufnahme beendet. Ich hoffe, das war jetzt gerade erst und nicht schon vorher. Wäre uncool. Ach, wollen wir gar nicht. Wir wollten zu den Tauri. Und genau. Die Zielerfassung ist schon da bei den Tauri. Jawohl. Wir haben die Kontrollen gefunden. Das finde ich immer geil. Und hier kann man auch die Geschütze bemannen. Das vermisse ich bei den Rays gerade irgendwie. Oder ich habe es noch nicht entdeckt. Das kann auch sein, weil dieses Schiff ist einfach mal groß, Leute. Ist das geil! Wir switchen einfach mal durch die Geschütze. Das bringt uns nichts. Das ist schon besser. Wow. Wie die diese Tricks immer hinkriegen, weiß ich nicht. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, kriege ich nicht auf die Reihe. Aber ich muss sagen, ist schon geil. Hier, guck mal, wo dreht der Kollege sich hin? Aber ist doch mal geil, oder? Sogar mit Bodenluke, die ganzen Texturen. Es ist so episch. Es ist sogar viel detailgetreuer als die originalen Star Wars Modelle in Battlefront 2. Wir sehen übrigens gerade den Raketenwerfer in Action. Die Raketen gehen auf das Hive-Mutterschiff. Ich weiß es nicht. Kriege ich den eigentlich auch nochmal durchgeswitcht? Ne, jetzt sind wir wieder am Anfang. Das heißt, den Rocket Launcher können wir leider nicht steuern. Das wäre zu schön. Warum schießen die uns ab? Muss ich das verstehen? Der ist anscheinend zu weit weg. Da komme ich wohl nicht mehr dran. Naja, denn das können wir auf jeden Fall machen. Aber wir wollen jetzt natürlich erstmal die... den kleinen Kreuzer. Na los, Geschütze. Tut euer Ding. Asgard Laser! Asgard Laser, Bitches! Asgard Laser! Muss ich natürlich gleich nochmal machen. Versteht sich doch, versteht sich doch. Ja. Bin wieder nah dran. Ah. Okay, wir sehen übrigens in erster Linie, dass wir nicht sehen. In zweiter Linie kommt jetzt ein Kreuzer wieder. Das Holoschirmchen leuchtet nämlich auf. Man hört's. Ha! Da haben wir's wieder. Ich bleib jetzt einfach mal stehen. Ist das geil? Aber die Waffen richten auch nicht wirklich so viel aus, wie man sich gerne wünscht. Muss ich leider sagen. Kann man mit einer... Wo willst du denn hin?
Kann man mit einer Fregatte eigentlich auch, also mit so einem Kreuzer eigentlich auch in so einen Racehunker fliegen? Na, das ist doch schon viel geiler, oder? Wir haben noch Schilde, oder? Na komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich gebe mal ein bisschen Tempo. Unsere Schilde sind fast runter. Ich drücke dauernd die falschen Tasten. Es ist zum Abgewöhnen hier. Ich gehe mal auf Sinkflug. Meine Geschütztürme drehen sich zwar alle sehr schön, aber ich bin immer nicht der Ansicht, dass die auch irgendwie sinnvoll gerade was machen. Hier, ne, du Links, du mit deinem Drehkreisel. Unsere Schilde erholen sich gerade, das finde ich gut. Ich muss kurz mal gucken, wo die M-Taste ist. Den Aufbau, den ich hier gerade vor mir habe, den wollt ihr nicht sehen. Okay, okay, okay. Ich sehe übrigens im Race-Schiff drinne noch irgendwie... Entweder sind das nur die Jäger oder es sind auch Steuerkonsolen. Da bin ich mir gerade echt nicht sicher. Ich habe schon mal versucht, da was zu zerstören, aber es hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Hui, hui. So, wir halten an. Und drehen einfach mal so. Also wir wissen ja alle aus der Serie, dass diese Laser normalerweise das ganze Ding zerlegen könnten. Aber... Wir wollen jetzt mal nicht allzu genau nehmen, ne? Hinter mir ist das Viech jetzt. Okay. Alles klar. Ich habe die Zielerfassung mal weggenommen. Den Destroyer mal ein bisschen destroyen. Und wir werden jetzt sowas von kalt gemacht, bestimmt. Wow! Das wollte ich nämlich auch nochmal austesten. Die müssen gleich nochmal zu den Race wechseln. Alter Schwede, komm schon! Den kriegen wir. Da habe ich jetzt den Ehrgeiz. Den kriegen wir. Das muss sein. Oh, noch ein Schuss und er wäre down gewesen. Bestimmt, bin mir sicher. So, 3, 2. Ich habe Race gekillt. Ja, mit den Lasern erwischt man auch nix. Oh. Ich will aber da rein. Hm. Okay. Ich bin anscheinend gegen Schiff geflogen. Hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Wir wechseln nochmal zu einer Race. Gehen jetzt mal dahin. Ja. Wir sehen hier zwar immer sehr viel mit Hive und so, aber... So, was die Geschützkontrollen angeht, M-Taste, bin ich halt nicht wirklich zufrieden. Da müsste irgendwas liegen. So, da in die Richtung. Aber das sind dann wahrscheinlich echt nur die drei hier. Das heißt, so irgendwie Bordwaffen können wir noch nicht bemannen. Ist ein bisschen schade. Wenn nämlich so eines dieser Dinge, die ich mir eigentlich so noch so ein bisschen wünsche, so richtig so ein schweres Plasma-Geschütz der Racer anzuhaben und einfach mal drauf zu halten. Alles klar.
Ach was. Jetzt kapiere ich die Lage der Sabotage. So kriegt man einen Hive Down. Ich muss das jetzt mal von innen sabotieren. Obwohl das hiermit viel zu lange dauert. Komm, schieß mit mir, mein Freund. Schieß mit mir. Der hat sich festgebackt. Okay. Nee, dauert zu lange. Komm, hier könnte mal einer spawnen, meinst du nicht? Da hinten ist einer, aber den kriege ich bestimmt nicht. Da ist wieder irgendjemand schneller. Es fehlt jetzt bloß noch, dass man hier drinnen auch mit Schiffen rumfliegen kann. Weil wenn ich mir so vorstelle, ich stehe hier drin und muss versuchen, die Jäger kaputt zu hauen, könnte schwierig werden, könnte schwierig werden. Außer mit Kamikaze-Flügen auf die Jäger drauf. Aber das ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Komm, 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 komm. Hui, hui. Jetzt kommt mein Test à la carte. Kamikaze. Ich will jetzt gucken, ob Kamikaze möglich ist. Ich bezweifle es nämlich nicht. Aber ich bin auch noch nicht komplett sure. Ich will das da. Und los geht's. Hallo? Was? Wisst ihr, ich bin durchgeflogen. Ich meine, ernsthaft? Komm, ich krieg noch einen Anlauf. Ich habe noch einen Versuch. Gut. So, jetzt nicht wieder da durchfliegen. Das könnte tödlich sein. Obwohl, da kann man mal durch. Finde ich auch cool, dass das nicht einfach nur so Texturen sind, wo man dann gegenknallt, wo was Unsichtbares zwischen ist. Verdammt! Gut, Kamikaze funktioniert anscheinend nicht so, wie ich das geplant und gedacht hatte. Da muss man wahrscheinlich zu genau zielen und ich weiß auch nicht mal, ob das so bemessen wird. Das würde ich aber mal sagen. War auf jeden Fall wieder so zwei kleine Ründchen, Star Wars Battlefront 2, Pegasus Mod. Und ja, Download-Links in der Beschreibung. Wer Lust bockt hat, sich den Installer einfach downloaden und dann Installationspfad gegebenenfalls auswählen, obwohl das bei mir schon automatisch erkannt wurde. Also ich denke mal bei euch auch. Holt euch das Ding, haut rein, habt Fun. Multiplayer weiß ich jetzt gerade nicht, ob das möglich ist. Ich habe mich jetzt wieder, diese blöde GameSpy-Ding, habe ich jetzt mein Passwort noch nicht wieder rausgekramt. Ich sagte gerade, habe ich meine Passwörter noch nicht wieder rausgekramt. Er beendet immer die Aufnahme, wenn er den Loading Screen geht. Das ist ein bisschen, ja, Action. Da könntest du ein bisschen dran arbeiten. Okay. Wie gesagt, Multiplayer will ich dann irgendwann auch nochmal testen. Wir können das im Hintergrund mal bewundern, ne? Moment, wie war das? Nee, okay, er macht immer noch die Geräusche. Es tut mir jetzt leid, ich will mich ein bisschen bewegen. Ganz ehrlich, es gibt doch nichts Geileres als Free Camera. Na gut. Ja. Es sind auch ein bisschen in Übermacht, die Race, ne? Aber okay, das macht sich wieder gut dadurch, dass sie sowieso verlieren, meistens. Man muss das echt mal mit einem Team spielen, das richtig gut ist. Dann macht das im Multiplayer auch richtig Bock bestimmt. Muss ich auch irgendwann mal ausprobieren. Auf jeden Fall, das war erstmal meine kurze Übersicht, wieder Einsicht, Schrägstrich, irgendwas von beidem. Und ja, wir sehen uns dann, wenn es wieder bei mir bald weitergeht. Es gab ein paar Dummheiten da. Mache ich vielleicht nochmal ein kleines Infovideo zu, aber erstmal bis dann demnächst, wenn es wieder wird, ne? Bis dahin, haut rein, macht da Spaß und so. Habt da Spaß. Man sieht sich. Ciao.